Hochachtung. Relevanz. Ehrung. Liebe zum Wort. Frauen. Sichtbarkeit. Respekt. Menschen bewegen. Fair. Wichtige Anerkennung. Der Deutsche Musikautorenpreis ist für mich einfach so eine kulturelle Instanz. Wie bei den meisten dieser Preise ist eine Jury meist mit Leuten besetzt, die Fachleute sind. Das ist eine Anerkennung von wirklich den engsten Kollegen. Ich habe das Amt angenommen, weil es was Besonderes ist, ein Teil dessen zu sein. Dann ist das so eine große Ehre, da sagt man nicht nein, das freut man sich einfach. Und da denke ich, dass ich eben auch ein bisschen was beitragen kann. Natürlich ist das Kriterium der Qualität immer wichtig. Dass ein Künstler sicher auch relevant ist. Der sich mit der Tradition beschäftigt hat. Auch was Innovatives mitbringt, so, also nicht jetzt irgendwie nur ein Abklatsch von irgendwas. Eine Verspieltheit, also auch so ein Mut, die Sachen auch mal zu biegen. Preisträger oder Preisträgerin muss einerseits sehr offen sein für vieles, also auch für Bezüge, die außerhalb der Musik sind. Aber auch eigene Handschrift ist ganz wichtig und dann guckt man, was hat der für Einfälle. Auch ob es wirklich so eine Art durchgängiges Werk ist. Dass sie wissen, was sie tun, dass sie einen eigenen Stil haben. Dass es Bezüge gibt, eine Aktualität finde ich auch wichtig. Und berührt mich das? Also auch Komposition ist sehr, sehr wichtig, nicht nur Klänge aneinander rein. Besonders wichtig finde ich eigentlich den Nachwuchspreis, weil der Nachwuchspreis eben auch mit Geld dotiert ist, was bei jungen Musikern sehr wichtig sein kann. Es kann den Unterschied zwischen diesseits und jenseits der Klippe ausmachen, zumindest für eine Zeit. Das kann sehr helfen und zum anderen ist es auch eine ganz starke Ermutigung. Ein Lebenswerkpreisträger, der muss der Welt echt was gegeben haben und nachwirken. Also wirklich was hinterlassen haben, wo man merkt, ja, da ist so ein Platz nur für ihn oder für sie reserviert, den sie besetzt. Wir gucken oben Videos zu Nominierten und es gibt manche Personen, man sieht es ein paar Sekunden und bekommt Gänsehaut und denkt, wow, das wäre wirklich schlimm, wenn es diese Person nicht gegeben hätte.